Ja, schönen guten Abend. Meine Damen und Herren, kennen Sie diese Momente hinter der Zeitung oder vor dem Bildschirm, wo man von einem Thema erfährt, das vermutlich oder offenbar ganz wichtig ist, aber man versteht nur Bahnhof? Und dann der Gedanke, Mensch, da musst du mal was Gründliches lesen, das musst du verstehen, sonst kannst du nicht mitreden. Genauso muss es Millionen von Lesern und Zuschauern gegangen sein, als ein paar Aktivisten in Brüssel und in Washington vor anderthalb Jahren anfingen, laut vor dem angekündigten transatlantischen Freihandelsabkommen zu warnen, das dann bald nur noch unter dem amerikanischen Kürzel TTIP bekannt war. Da versprachen die Regierungen in den USA und Europa Millionen neuer Arbeitsplätze. Und dann ging es aber plötzlich um ein Thema, das eigentlich gar nichts mit Handel zu tun hatte, den Schutz von Investoren vor dem Staat. Und von Prozessen vor geheimtagenden Gerichten war da die Rede und in der Technokratensprache hieß es dann Streitschlichtungsverfahren und die Kritiker warnten vor Milliardenforderungen, mit denen die Konzerne Regierungen unter Druck setzen können. Und das alles klang so haarsträubend, dass viele glauben mussten, dass da wieder nur ein paar Verschwörungstheoretiker Radau machen. Und das sind aber genau die Momente, wo kritischer Journalismus dringend gebraucht wird. Was ist dran an den Vorwürfen? Was lässt sich belegen, was nicht? Wer sind die Akteure? Was genau tun die eigentlich? Diesen Fragen in Sachen TTIP sind natürlich ganz viele Kollegen nachgegangen. Aber keiner hat es so gut und so gründlich getan wie Petra Pinzler, Kerstin Kohlenberg und Wolfgang Ochatius von der Zeit. Ihr Artikel im Namen des Geldes bot, was leider viel zu selten vorkommt, umfassende, verständliche und anschauliche Aufklärung über ein an sich sehr kompliziertes und abstraktes Thema. Allein schon der auch schon im Film erwähnte amerikanische Anwalt, der dann freimütig erklärt, wie er aus den Klagen vor diesen Schiedsgerichten ein globales Kapitalanlagegeschäft zulasten der Steuerzahler macht. Allein schon diese Geschichte ist die Lektüre wert. Oder die Geschichte mit der Broschüre, die ein anderer der beteiligten Anwälte für die bundeseigene Gesellschaft für Außenwirtschaft verfasst hat, wo er dann im Detail beschreibt, wie man unliebsame Gesetzgebung in Geld für ausländische Investoren verwandelt. Und dann ist es genau dieser Anwalt, der dann für den schwedischen Staatskonzern Vattenfall die Bundesrepublik, also den anderen Staat, auf 4 Milliarden Euro verklagt, weil die Deutschen keine Lust mehr auf das Atomkraftrisiko haben. Und durch die kluge Verknüpfung und Aneinanderreihung dieser einzelnen Episoden eines eigentlich weltweit verstreuten Geschehens enthüllen die Autoren so Stück für Stück, dass da eigentlich nur ein paar hundert Konzernjuristen und Anwälte völlig abgeschottet vom Rest der Welt ein Geschäft betreiben, das im Namen des Rechts den Rechtsstaat aushebelt. Der Text überzeugt auch deshalb so, weil es den Autoren durch ihre Schreibe gelingt, ihr eigenes Staunen über das, was sie da lernen in den Gesprächen mit ihren Informanten, ihr eigenes Staunen an die Leser weiterzugeben, sodass die dann auch nochmal staunen können. Petra Pinzler erzählte mir, dass ihr erst bei der Recherche die Augen aufgegangen seien, weil sie selber nämlich vorher genauso wie vermutlich viele Leser gedacht hat, naja, diese Kritiker, die werden schon wieder übertreiben. Ja? Und dann hat sie aber 3 Monate lang zusammen mit ihren beiden Kollegen den Betreibern dieser juristischen Schattenwelt nachgespürt. Und genau das kann man beim Lesen dieses Artikels nachvollziehen, wie das nach und nach dann in einem wunderbar klaren Satz, in der klaren Frage mündet. Das deutsche Verfassungsgericht urteilt im Namen des Volkes, aber in welchem Namen urteilen die Schiedsgerichte? Warum erhalten Investoren dieses Privileg der gesonderten Rechtsprechung? Warum nicht auch Umweltschützer und Menschenrechtler? Und spätestens da, an der Stelle, versteht jeder, dass hier was furchtbar aus dem Ruder gelaufen ist. Und diese Klarstellung war zum Zeitpunkt des Erscheinens, nämlich im Februar diesen Jahres, auch ganz dringend nötig. Denn da betrieben die Beamten und Lobbyisten in Sachen TTIP genau das, was die Apologeten von politischen Großprojekten immer machen, wenn sie auf Widerstand stoßen. Sie zettelten eine Propagandaschlacht an, die mehr Verwirrung statt Aufklärung stiftete. Da ließ dann plötzlich der zuständige EU-Kommissar, Herr de Gucht, verbreiten, es sei ohnehin nur eine ganz neue, harmlose Variante der Schiedsgerichte geplant in dem Abkommen. Es sei auch alles gar nicht mehr geheim künftig und außerdem werde man alle Bedenken der Bürger aufgreifen.
Und der Artikel leistet dann aber genau an der Stelle, was kritische Journalisten tun müssen. Anhand der verfügbaren Dokumente und ganz unaufgeregt weisen die Autoren nach, dass das reine Schutzbehauptungen waren, während in Wahrheit eine undemokratische Paralleljustiz für Konzerne auf ganz Europa und Nordamerika ausgedehnt werden soll. Das war so solide belegt, dass zumindest im deutschen Sprachraum diese irreführende Propaganda von da an einfach nicht mehr zog. Insofern hat dieser Artikel ganz bestimmt auch dazu beigetragen, dass es diese Sondergerichte zumindest im Rahmen des TTIP in der geplanten Form nun voraussichtlich nicht geben wird. Mehr kann kritischer Journalismus eigentlich gar nicht leisten. Und dafür, liebe Kollegen, herzlichen Dank. Diesen Preis haben Sie mehr als verdient. Nochmal herzlichen Glückwunsch, Petra Pinzler und Wolfgang Uchatius. Kerstin Kohlenbeck ist, glaube ich, gerade auf einer Recherchereise in den USA unterwegs. Sie ist ja inzwischen unsere USA-Korrespondentin und war in der Tat leider in diesem Fall unabkömmlich. Genau, freuen wir uns sehr, dass Sie beide heute Abend hier sind. TTIP, das Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA, das ist ein Thema, was die Menschen inzwischen sehr bewegt. Am letzten Freitag gab es übrigens dazu auch eine Erklärung der IG Metall und der Akademie der Künste, die TTIP in der jetzigen Form ablehnen, weil sie die staatliche Souveränität zugunsten wirtschaftlicher Interessen massiv in Gefahr sehen. Und vor allem sehen sie in den sogenannten Investitionsschutzklauseln einen Angriff auf Demokratie und Rechtsstaat. Und genau damit hängt Ihre Geschichte auch zusammen, Frau Pinzler, Herr Uchatius. Geheime Schiedsgerichte, vor denen Konzerne gegen ausländische Staaten klagen können, wenn sie ihre Investitionen gefährdet sehen. Da fragt man sich wirklich erstmal, was sind das für Gerichte und wie unterscheiden die sich von normalen Gerichten, die wir kennen? Was sind das für Gerichte? Naja, sie unterscheiden sich in großem Maße dadurch, dass sie normalen Gerichten nicht unterliegen, sondern sie sind entstanden daraus, dass Unternehmen ihre Probleme klären wollen. Und irgendwann sind sie dann übertragen worden auf Klagen von Unternehmen gegenüber Staaten. Die sind nicht wirklich neu. Das Interessante ist eben nur, dass die Europäische Union sie jetzt auch einführen will in Verträgen mit den USA und uns am Anfang der Recherche auch immer wieder gesagt wurde, das ist ja nicht schlimm, das braucht man nicht wirklich. Und wir dann weiter gefragt haben mit einem gewissen Misstrauen, wenn man es nicht braucht, warum macht man es denn dann? Und wem nützt es? Und dann ist bei dieser Recherche uns tatsächlich, der Harald Schumann hat es eben schon erwähnt, häufiger mal uns sind wirklich die Augen aufgegangen, weil wir das zeitweise auch nicht geglaubt haben, was für eine Welt sich da auftut. Mhm. Ich möchte jetzt auch noch mal ganz kurz auf die Laudatio von Harald Schumann Bezug nehmen, weil als Petra Pinzler mich anrief, um mir vorzuschlagen, ob das nicht ein Dossier sei, habe ich auch erstmal nur Bahnhof verstanden. Und dann hat sie mir das sozusagen alles erklärt und dann mich überzeugt, dass das tatsächlich ein tolles Thema sein könnte. Also man muss manchmal auch innerhalb einer Redaktion sozusagen erst für Öffentlichkeit sorgen, bevor man dann mit der Sache nach draußen gehen kann. Ja, diese Gerichte, die gibt es ja schon in der Tat sehr lange, seit den 50er Jahren ungefähr, aber die sind ja jetzt erst in den letzten Jahren zu einem ungeheuren Boom gekommen und es wird auch ein lukratives Geschäft inzwischen damit gemacht. Ja, das glaube ich Neues ist, dass es tatsächlich zu einem Geschäftsmodell wird von Risikoanlegern. Mhm. Es gibt schon eine ganze Menge Länder, die mittlerweile auch kündigen, weil sie viel früher damit Probleme gehabt haben, Südafrika beispielsweise.
oder auch Australien. Bei denen ist die Öffentlichkeit nur früher dadurch entstanden, dass die Länder früher selbst beklagt worden sind. Und bei uns war Vattenfall tatsächlich der erste Fall, der uns betroffen hat und der hier auch noch für eine Menge Ärger sorgen wird. Das war die Geschichte, klagt gegen den deutschen Staat wegen des Atomausstiegs. Genau, aber nicht aufgrund eines Handelsabkommens, sondern einer anderen dubiosen europäischen Energiecharta. Aber es ist letztlich das gleiche Verfahren. Diese Figur Selwyn Seidel, das ist wirklich ein interessanter Typ, den Sie da in New York getroffen haben, der wirklich sein Geschäft mit diesen Prozessen vor diesem Gericht macht. Und der scheint ja von keinerlei Zweifel an seinem Tun irgendwie getrübt zu sein. Der findet das ganz selbstverständlich. Wie haben Sie den persönlich erlebt? Was ist das für einer? Also der Verdienst, mit Herrn Seidel zu sprechen, ihn auch so weit zu öffnen, gebührt in der Tat auch Kerstin Kohlenberg. Aber ich finde, das Phänomen ist ja nichts, sozusagen nichts Spezifisches für die Schiedsgerichte. Eben kam das ja auch bei dem Thema der beiden Kollegen vom WDR auf. Es gibt dann sozusagen einen Apparat von Beratern, in diesem Fall von Anwälten, Prozessfinanzierern, die sozusagen zum einen mit dieser ganzen Sache Geld verdienen, aber es gleichzeitig dann auch dadurch erst richtig anheizen. Plötzlich wird es für die Unternehmen möglich, die Staaten zu verklagen, weil sie von Seiten der Prozessfinanzierer sozusagen das finanzielle Risiko abgenommen bekommen. Das ist eben eine auch sehr lukrative Sondergerichtsbarkeit jetzt entstanden, die Souveränität der Staaten massiv einschränkt. Nun ist TTIP noch nicht beschlossen, aber welche Folgen hätte das zum Beispiel, wenn ein amerikanischer Investor seine Interessen in Deutschland bedroht sieht? Was könnte da passieren? Also wenn Klauseln, so wie sie in anderen Verträgen tatsächlich in TTIP reingeschrieben würden, könnte Deutschland für alles Mögliche verklagt werden. Der Fall, über den wir unglaublich gestaunt haben, war Uruguay, die auf Zigarettenpackungen draufgeschrieben haben, dass sie die Gesundheit gefährden. Dann hat ein Zigarettenkonzern geklagt, dass das seine Investitionen in die Zigarettenindustrie in diesem Land beschädigt. Das muss mit TTIP nicht passieren. Ich hoffe, Harald Schumann hat recht und diese Klauseln fliegen noch raus. Aber ich glaube, der Kampf ist tatsächlich noch nicht ganz gewonnen, denn wir haben das europäisch-kanadische Abkommen, da stehen auch ähnliche Klauseln drin. Es gibt Teaser, Heribert Prantl hat vorhin drauf verwiesen. Also das Ganze ist noch nicht vorbei. Sie haben auch mit einem deutschen Anwalt gesprochen, der selbst Richter eines solchen Schiedsgerichts ist und der ja erstaunlich nachdenklich über sein eigenes Metier reflektiert. Was hat der Ihnen gesagt? Der ist ja zum Beispiel für mehr Transparenz bei diesen Gerichten. Ja, diejenigen, die von diesem System leben, da gibt es die große Mehrheit, die das eigentlich nicht verändert haben will und die sich auch, glaube ich, über die Öffentlichkeit sehr ärgern. Und dann gibt es natürlich ein paar, die hoffen, dass man das Ganze reformieren und dadurch retten kann. Was glauben Sie, wie stehen die Chancen hier und heute für eine wirklich umfassende Reform der Schiedsgerichte? Dazu würde ja auch sozusagen eine Berufungsinstanz zum Beispiel gehören und solche Sachen. Also ich würde mittlerweile sagen, wir brauchen keine Reform, wir brauchen diese Gerichte in diesen Abkommen nicht. Das ist ganz einfach. Ja. Vielen herzlichen Dank, Petra Pinzler und Wolfgang Uchatius. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön.